Ortstermin im Baden-Badener Westen. Unter einer Schar von Narrenkappen haben sich die Clubs von ehemaligen Fasnachtsprinzen und Prinzessinnen aus Baden-Baden versammelt. Für verdiente Helfer in der fünften Jahreszeit soll jedes Jahr ein Baum gepflanzt werden. Standort ist in diesem Jahr das Wörthböschel im Stadtteil Oos. Der Präsident des Baden-Badener Prinzenclubs klärt uns über die närrische Tradition auf. Also wir suchen immer das aus in einer Findungskommission, wie Deutschland sucht den Superstar, suchen wir eben unseren Superstar, und das sind eigentlich verdiente Fasnachter, die hier uns dienen oder der Fasnacht dienen, hier in Baden-Baden oder im Baden-Baden-Oos. Klaus Kötzler aus Oos bekommt in diesem Jahr die Ehre eines jungen Baumes verliehen. Der Prinzenclub bringt eine Plakette mit Namen und Datum an, damit für jeden Spaziergänger sichtbar wird, wem dieser Baum gehört. Ich bin ja seit 36 Jahren aktiver Helferrat beim OCV. Damals haben wir noch einen Kegelclub neben dran gehabt, und dann hat mich der Rudi Bautistel als Nachfolger von seinem Bruder in den Prinzenclub gebracht als Mundschenk. Und seit der Zeit bin ich gern dort. Dieses Engagement für die Fasnacht wurde jetzt gewürdigt in einer gemeinsamen Aktion. Das aktuelle Prinzenpaar war ebenfalls dabei. Und mit vielen Schaufeln wurde der 2 Jahre alte Kirschbaum auf der Wörthböschelwiese eingepflanzt. Ja, ich habe ein tolles Gefühl, weil es mein einziger und erster Baum ist, ne? Wo ich jetzt mein eigenes nennen darf. Das sind eben die, die im Hintergrund arbeiten und ohne die die Fasnacht nicht zu feiern ist. Hans-Michael Schiem vom Baden-Badener Gartenamt war bei der närrischen Neupflanzung des Kirschbaumes dabei. Auf öffentlichem Gelände darf nämlich nicht jeder einfach wild neue Bäume setzen. Standort und Sorte folgen einem groben Konzept. Das legt hauptsächlich die Stadt fest, weil wir natürlich die Bäume hier im Stadtkreis Baden-Baden pflanzen. Und je nachdem, was dort im Baum fehlt oder hingesetzt werden kann, wird er von der Stadt ungefähr bestimmt. Wir brauchen einen Laubbaum, einen Nadelbaum. Und nach dem suchen wir dann den Baum aus. Mit dieser Ehre für ehemalige Fasnachtsprinzen gehen die Geehrten eine Verpflichtung ein. Übernehmen sie doch eine Patenschaft für die junge Pflanze und müssen regelmäßig sicherstellen, dass der Baum anwächst. Sie sollten den Baum eigentlich öfters besuchen und stolz sein auf diesen Baum, der dann hinwächst. So, es gibt die ganz kleinen und wir haben die ganz großen schon stehen, die über 20 Meter groß sind. Und das ist schon toll, das zu zeigen, weil wir als Fasnachtsverein auch was hinterlassen, auch im Grunde genommen dem Volk hinterlassen. Speziell ist der Standort gut ausgewählt. Er liegt ja nah an der Festhalle, ne, wo ich viele Stunden verbracht habe bisher. Und hier in der Oosaue, in der grünen Einfahrt, laufe ich sehr oft spazieren und walke. Und jetzt habe ich Grund, immer stehen zu bleiben und nachzuschauen, ob der Baum gut wächst und gedeiht. Und sollte er doch einmal keine Zeit haben, dann kümmert sich ein Mitarbeiter des Gartenamtes darum, dass der neueste Baum beim Baden-Badener Prinzenclub, die Kirsche für Klaus Kötzle, prächtig in den Himmel wächst. Halte mit dir nicht so hoch, da kriegt er alle Schwierigkeiten. Ich sitze an das 7. Prinzenpaar von Zinsheim. Wir bedanken uns mit diesem Baum als kleine Gäste. Nach unten, nach oben, einmal runter.